Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, noch ganz kurz ein Video. Ganz spontan. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, sollte mich bereit machen und habe gleich einen Termin. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen aufgebrodelt, dieses Thema Schmerz. Vielleicht ist es bei euch auch gerade aktuell, dass ihr ganz viel Schmerz spürt, ganz viel Leid, dass ihr gebeutelt seid, dass ihr super traurig seid. Zu mir ging das jetzt auch die letzten Tage so vielen von meinen Klientinnen. Und hallo, guten Morgen. Und dieser Schmerz, ich wollte euch mal kurz eine Perspektive geben zu diesem Schmerz, den wir gerade spüren, so intensiv spüren. Also ich denke, euch geht es so wie mir. Wir haben alle Schmerz gespürt, viel Schmerz auch in unserer Vergangenheit, in unserer Geschichte. Die war immer mit ganz viel Schmerz und Enttäuschungen, Herzschmerz, Schmerz über das, was wir gesehen haben im Außen, was wir von anderen auch mitgenommen haben, ja. Und das ist nicht zu verachten, wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn du ein emotional offener Mensch bist, wenn du empathisch bist und nicht aufpasst, nicht bewusst bist, nicht kontrolliert bist, verbindest du dich ziemlich schnell mit dem Schmerzen, Eckhart Tolle würde sagen, mit dem Schmerzkörper eines anderen Menschen. Und dann, es ist so einfach, in Resonanz mit Schmerz und mit Leiden zu gehen, weil es ja allgegenwärtig ist. Und in dem Moment wird es noch viel gegenwärtiger, oder? Wir hören, wir sehen Geschichten, wir merken, Unterdrückung ist allgegenwärtig, Unterdrückung ist Schmerz, Unterdrückung tut weh, Unterdrückung ist nicht respektieren, Unterdrückung ist nicht zu erkennen, wer wir wirklich sind, nicht zu erkennen im anderen, diese göttliche, schöne Perfektion, die Freiheit, für die wir hier sind, die Freiheit der Liebe, die Freiheit, Liebe zu geben, die Freiheit, Liebe zu empfangen. All das ist unterdrückt worden, all das ist eingesperrt worden. Und wir merken im Moment jetzt so, das ist wie ein Geburtsprozess, oder? Es zieht sich alles zusammen, es wird alles noch viel schlimmer, es tut alles noch viel weher. Wir sehen sogar im Außen diesen Schmerz, wir sehen den Schmerz überall, er ist allgegenwärtig. Und ich wollte euch nur den Mut geben, wir sind jetzt dazu hier, durch diesen Schmerz mit hindurchzugehen für alle und nicht zu ignorieren, diesen Schmerz, aber diesen Schmerz wie einen Geburtsschmerz zu erkennen und uns auch zu erlauben, tief einzutauchen in diesen Schmerz und uns auch mal dorthin zu geben und diesen Schmerz komplett zu fühlen, aber auch zu wissen, dass es nicht von uns generierter Schmerz ist, ja, dass es nicht ein Schmerz ist, den wir aus uns alleine generiert haben, sondern es ist ein kollektiver Schmerz, den wir verstärken und den wir verstärkt spüren, weil er so allgegenwärtig ist. Und mein Tipp ist, geht dorthin, spürt diesen Schmerz, weint ihn raus aus eurer Seele, wissend, dass es nichts mit dem zu tun hat, was ihr wirklich seid, sondern dass es einfach eine Energie ist, eine kollektive Energie, durch die wir jetzt hindurchtauchen dürfen. Und da gehört eben jetzt dazu, dass all das, was diesen Schmerz verursacht, eben diese Unterdrückung, diese Lieblosigkeit, dieses Eingesperrtsein, dieses sich verstecken müssen hinter einer Maske, all das, das ist so, so schmerzlich. Aber jetzt kommt's hoch. Weil es war nicht so, dass es vorher nicht da war. Es war einfach unsichtbar. Es war für uns nicht in der materiellen Welt sichtbar. Aber für die Menschen, die eben sehr energetisch sensibel sind und die Energien spüren, für die war das vorher schon genauso da. Aber es gab irgendwo keine Erklärung. Man hat immer irgendwo eine Erklärung gesucht. Wieso geht's mir so schlecht? Wieso bin ich so müde? Wieso bin ich so ausgepowert? Das ist einfach deswegen, weil man versucht ist, in Resonanz mit der Allgemeinheit zu gehen, ja, weil das unser Automatismus ist, in Resonanz zu gehen
mit unserem Umfeld in Resonanz zu gehen, mit unserem weiteren Umfeld in Resonanz zu gehen, mit all dem, was allgegenwärtig ist. Und wenn wir das aber jetzt erkennen, dass eigentlich wir in Resonanz zu etwas gestanden sind oder gegangen sind, was im Außen existent, aber nicht sichtbar war, also im kollektiven energetischen Feld, können wir uns auch davon lösen und erkennen, dass wir eigentlich unser wahres göttliches Sein, unsere Reinheit, unsere Wahrheit nichts damit zu tun hat, sondern dass das einfach eine Dualität ist, die wir gespürt haben und dass diese Dualität sich jetzt auflösen darf, weil sie für alle sichtbar wird. Und jetzt gibt es uns die Erlaubnis, das zu erkennen, das zu verstehen und auch uns die Erlaubnis zu geben, zu sagen, okay, ich muss in dieser Dualität kein Teil dieser Dualität sein. Ich kann mich da ausklinken und kann wieder in mein tiefes, wahres Sein, in meine göttliche Verbindung, nenn es die Verbindung mit deinem höheren Selbst. Ich weiß jetzt, was Dualität heißt und es gibt mir die Entscheidungskraft, mich zu entscheiden, für welchen Energiestrang ich mich entscheide. Entscheide ich mich für diese göttliche Wahrheit, die allgegenwärtig, präsent ist, die für mich zur Verfügung steht als meine Heimat, als mein Ursprung, als meine Quelle? Oder entscheide ich mich für dieses große Kollektiv, was mir die ganze Zeit vor Augen geklatscht wird? Und je mehr Menschen das erkennen und sehen, was jetzt gerade passiert und was sich jetzt gerade zeigt und deutlich macht, desto mehr Menschen können diese wissentliche Entscheidung treffen und wieder zurück nach Hause gehen, die Füße, die Kraft in die Heimat setzen, in die energetische Heimat, in den wahren Ursprung, in diese reine, pure Liebe und aus diesem Ort, aus diesem Standpunkt heraus Räume schaffen für andere Menschen, die vielleicht noch nicht so geübt sind. Weil es braucht ja auch Übung. Und viele von uns, die haben schon ganz, ganz lange geübt und vertrauen sich vielleicht noch nicht. Und diese will ich hiermit einfach bestärken und sagen, diese Übung, die du gemacht hast und diese Klarheit, die du für dich gesucht hast, diese Wahrheit, die du für dich gesucht hast, die ist jetzt dazu da, sie zu präsentieren und zu zeigen und den Menschen Mut zu geben und zu sagen, all die Unterdrückung, all diesen Schmerz, all diesen dieses Leid, das wir eigentlich wahrgenommen haben aus der Vergangenheit, aus unserer Geschichte, aus unseren Generationen hinweg, ist eigentlich nicht die Wahrheit, was unserem menschlichen Sein entspricht. Wir sind in einer Lüge groß geworden, wir haben eine Lüge weitergetragen und wir dürfen deswegen jetzt aufwachen, aus dieser Lüge heraus, aus dieser Falschheit, aus dieser Illusion des Schmerzes, als sei das Teil von uns, aufzuwachen und zu erkennen, wer wir wirklich sind und dass wir eben nicht dieser Schmerz sind, der allgegenwärtig ist und der wird auch nicht weggehen. Aber wenn wir mit Liebe und mit Göttlichkeit anfangen zu dominieren, dann wird sich dieser Schmerzkörper so fest verkleinern und automatisch dieses Diffundieren zum Schmerz, zum Leid, zum Ausgeliefertsein, zum Hilflossein, zum von anderen abhängig sein, das wird zurückgehen. Und wenn das zurückgeht, dann diffundieren wir zur Freiheit, dann diffundieren wir zu unserer Wahrheit und zu unserem wahren Sein. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen erklären, was gerade los ist und auch dieses Traurigsein und dieses Weinen, ja, das ist ein Abschied vom Alten, auch ein Abschied von einer alten Persönlichkeit, die du mit dir rumgetragen hast, wo du erkennst, boah, es hat ja alles gar nicht gestimmt, was ich gedacht habe. Viele Paradigmen lösen sich auf. Es ist nichts mehr da, woran wir uns festhalten können, weil wir merken, es stimmt alles nicht, ja, weil es auch nie gestimmt hat, aber wir konnten es nicht erkennen. Wir waren hinter diesem bekannten Vorhang und jetzt löst sich dieser Vorhang, es öffnet sich und wir sind tatsächlich Zeugen dieses Vorganges. Unsere Existenz, wir dürfen hier in physikalischer Form präsent sein und das Ganze wirklich live miterleben
Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir zu lernen, das gut zu navigieren, dass wir zu lernen, eben nicht diesen Mainstream-Drama einzusteigen, sondern dieses Mainstream-Drama quasi zu begleiten für die Leute, die schon bereit sind, da rauszusteigen und eine andere Welt auch mit aufzubauen, eine neue Welt, eine freie Welt, weil wir sind ja in Wahrheit frei. Diese Unfreiheit ist zwar, man denkt, ja, wie soll ich das in diesen ganzen politischen Strukturen und so weiter, wie soll ich frei leben? Aber das ist ja der Witz, erst frei leben, dann kommt die Freiheit und zeigt sich im Außen und auch in den politischen Strukturen. Und wir können frei leben, auch jetzt. Wir können unser Ding machen, wir können unsere Energie rausbringen. Wir können diese Liebe, diese Wahrheit rausbringen. Wir können das machen, da gibt es keine Zensur. Das ist ja das Coole, das wird nicht zensiert. Ja, irgendwelche Facts und Wahrheiten werden zensiert. Aber die Wahrheit der Liebe, der Freiheit und der inneren Freiheit, das wird nicht zensiert. Und wir können das leben, wir können das rausbringen, wir können das dokumentieren und wir können hier unsere Kraft sowas von bündeln, dass wir uns auch jetzt jeden Tag ein geniales, freies Leben manifestieren. Und ich rufe euch auf, lasst euch nicht blenden von dem, was da draußen ist. Nehmt diese Realität nicht dazu, zu sagen, ich will da mehr davon kreieren, sondern okay, das ist jetzt das, was wir alle gemeinsam in der Vergangenheit uns kreiert haben. Aber jetzt steige ich aus und ich kreiere mit all denen zusammen, die aus Liebe, aus dem Herzen heraus ein freies, glückliches Leben kreieren. Ich investiere meine Energie dort hinein, für mich persönlich und für alle anderen. Und das ist doch eine riesengroße Aufgabe und dafür lohnt es sich, Tränen zu vergießen, dafür lohnt es sich, abzuschließen, dafür lohnt es sich, ganz, ganz neue Gedanken, ganz, ganz neue Überzeugungen, ganz, ganz neues Wissen sich anzueignen. Und das ist ein geiler Weg und der hört auch nie auf und ich bin auch... Gestern war ich echt richtig down. Ich habe mich mit Zeug verbunden und habe aber da auch wieder gewusst, es ist nicht meins, es ist nicht das, was ich in die Zukunft tragen will und habe gearbeitet und habe mich mit der Wahrheit immer wieder verbunden. Und am nächsten Morgen wache ich dann auf und denke mir, wow, okay, alles fühlt sich anders an. Okay, alles ist viel schöner. Gestern war es so dunkel, gestern war es so schwer, gestern habe ich viel meditiert, gestern musste ich mir viel Klarheit schaffen, gestern war nicht Leichtigkeit. Aber heute wache ich auf und es ist anders und es ist schön und es fühlt sich wirklich an, als wäre ich da wieder durch was durchgetaucht und hätte wieder eine Schicht abgelöst, Paradigmen abgelöst, Schmerzen abgelöst. Und ich glaube, es ist für uns alle gleich und ich glaube, darüber zu sprechen und zu sagen, ja, das gehört dazu, das ist jetzt halt einfach mal der Weg, das ist jetzt einfach mal dieses Auf und Ab und jedes Mal, wenn wir wieder auftauchen, dann tauchen wir an einem schöneren Platz wieder auf, ja, und so geht es weiter, dieses Tauchen, Auftauchen, schönerer Platz, schönerer Ort, schönere Gedanken, schönere Gefühle. Und das zu wissen, wenn du weißt, okay, jetzt gehe ich da durch, aber am Ende tauche ich wieder auf und das ist schön, dann macht es auch nicht mehr so viel Angst. Ja, das ist mal ein Tag, das ist mal zwei Tage. Ja, aber wir tauchen immer wieder auf, wenn wir die Wahrheit nicht aus den Augen verlieren, um was es wirklich geht, wer wir wirklich sind, was wir wirklich verdient haben und dass es um reine, pure, bedingungslose Liebe geht, um Freude, um Lebensfreude, um Freiheit und darum, das aus uns heraus zu generieren und uns nicht aus dem Außen zu reflektieren, sondern wir projizieren das Außen. Von innen nach außen wird projiziert und das sind wir nicht gewöhnt. Wir dürfen es üben, jetzt. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich darf jetzt endlich in eine Massage gehen. Ich freue mich so, so sehr. Endlich wieder ein bisschen normales Leben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid
lieb zueinander, verzeiht, seid großherzig, seid gütig und merkt, dass es mit euch selber, mit jedem Einzelnen, was da draußen vorgeht, nur das zu tun hat, was du erlaubst. Du bist der Chef, du hast den freien Willen, du entscheidest, du wählst aus für dich. Also, happy day, bye bye.